und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ich saß gerade hier und fing an zu werkeln und denk mir, oh komm, schmeiß jetzt die Kamera mit an. Und zwar möchte ich habe diese drei kleinen diese kleinen Malpappen hier geschenkt bekommen. Und die möchte ich jetzt heute verarbeiten, und zwar mit den Schmetterlingen hier. Und dann bin ich an meine ganzen Kisten gegangen. Ich habe ja auch ziemlich viele Teile, die ich mir abgeformt habe. Und da habe ich mir jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht. Und ja, möchte die mal verarbeiten. Ja, damit das auch mal, ne, vielleicht ein bisschen weniger wird. Ja, ich lasse die Kamera jetzt einfach laufen und grundiere mir jetzt erstmal alles mit schwarzem Gesso. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Jetzt bringe ich die erste Textur auf, und da habe ich hier dieses Cheesecloth. Ihr könnt da aber auch dieses Baumwollnetz von Stamperia holen. Oder handelsüblichen Verband. Das klebe ich mit Mixed Media Glue auf. Das ist wie für Reispapiere auch dafür super. Ja, jetzt habe ich mein 3D-Mattgel, und da habe ich das erste Teil schon draufgeklebt und klebe jetzt das Schlüsselloch drauf. Das sieht man halt ein bisschen schlecht, weil das alles schwarz ist. Ja, und jetzt möchte ich auch mal meine alten Strukturpasten verbrauchen. Und deswegen hole ich mir jetzt die von Viva Decor. Die ist ziemlich grobkörnig, aber also richtig toll. Und die verteile ich jetzt bis auf den Mittelpunkt überall, trockne und gehe dann jetzt wieder mit schwarzem Gesso über diese ganze Geschichte. Jo, wenn das dann getrocknet ist, dann kommt mein Wachs Firebird, weil dieser Orangeton perfekt zum Schmetterling passt. Ja, und damit koloriere ich jetzt das komplette Teil. Das habe ich euch alles drin gelassen, weil ich das selber auch immer so spannend finde, wenn die ganze Textur und alles so rauskommt. Und ja, ich dachte, vielleicht findet ihr das genauso spannend. Jetzt habe ich weißes Gesso und gehe mit der Dry Brush Technik darüber, lass nur den Rand orange. Und das dient dazu, damit mein Focal Point, der Schmetterling, so richtig schön aufploppt. Also wäre das alles orange, dann wird der Schmetterling in dem ganzen Konstrukt da verloren gehen. Aber dadurch, dass ich das mit weißem Gesso bearbeite, ploppt der natürlich wunderbar auf. Und ich liebe diese Dry Brush Technik. Ja, mit einfachen Mitteln unfassbar viel erreicht. Jo, das kann jetzt vor sich hin trocknen. Und dann bearbeite ich den Schmetterling. Ich hatte sogar passende Pailletten in der Farbe. Und die setze ich jetzt auf den kompletten Schmetterling. Weil das schimmert dann nachher richtig toll. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Und ja, den muss man ja auch mal ein bisschen aufpeppen.
Ja, das habe ich natürlich auf der anderen Seite auch so gemacht und jetzt klebe ich den auf und da seht ihr jetzt schon, ne? Also dieser Schmetterling ploppt richtig schön auf, weil ringsrum alles weiß ist. Ja, und dann habe ich das passende Stickles in Orange gehabt und ja, damit fahre ich die Linien so ein bisschen nach und werde gleich bei diesem den Körper komplett damit bearbeiten. Bei den anderen habe ich das schwarz gemacht. Mit meinem schwarzen Stickles bin ich über die schwarzen Felder und da er ja in der Mitte hängt, habe ich da halt ein bisschen anders gearbeitet. Das sieht dann auch noch mal super interessant aus. Ja. Sind sie? Oh, sind sie nicht schön? Ich finde das total hübsch und das ist eine einfache, schnelle Wanddeko. Und ja, so sehen sie alle drei aus. Ich finde die Farbkombi, die ja für mich untypisch ist, finde ich aber total klasse. Und ich kam nicht umhin, hier unten noch einen Spruch hinzukleben. Der geteilt, also das war eigentlich ein ganzer Spruch, aber ich habe den geteilt und Colors of my life. Perfekt. Super Frühlingsdeko. Gefällt mir gut. Jetzt zeige ich. Ja, dieses Glitzern von den Pailletten und dem Stickles, das sieht fantastisch aus. Hier könnt ihr jetzt die ganze Textur sehen. Das Band hier, entweder macht man das so oder so. Das spielt im Prinzip überhaupt keine Rolle. Ja, er kommt ja in die Mitte. Und ja. Oh, das Stickles, das ist so fantastisch. Ja, und hier ist der Gelbe. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, so einfach kann man sich seine Frühlingsdeko machen. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich konnte euch inspirieren. Wer Lust drauf hat, kann ja mal in meinen Shop gucken gehen. Da habe ich einiges nochmal eingestellt. Unter anderem werden diese drei hübschen, das ist ja ein Set quasi, im Shop zu finden sein. Habt noch eine schöne Zeit und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.